Das Filmen in 3D hat definitiv Zukunft. Einerseits kommen mehr und mehr Geräte im Moment auf den Markt. Deshalb macht es großen Sinn, so viel wie möglich in 3D zu produzieren. Es hat angefangen mit den Kinoproduktionen. Da diese Filme später auch auf den Heimmarkt kommen werden, einerseits über Blu-ray in 3D, aber auch über entsprechende Eventkanäle, wo in 3D die Spielfilme senden werden, zieht das eins nach dem anderen nach sich und die Nachfrage wird immer größer werden. Es macht für Werbung Sinn, aber auch im Speziellen für Sport, was ein ganz anderes Erlebnis des Sehens ergeben kann. Es werden andere Kamerapositionen möglich. Ich muss zum Beispiel bei einem Fußballspiel nicht mehr aus der Vogelperspektive das Ganze drehen, damit der Zuschauer abschätzen kann, wo der Ball landet. Ich kann jetzt an der Seitenlinie stehen und durch den 3D-Effekt am Schirm immer noch einschätzen können, wo landet der Ball, wer läuft wohin, wer ist in der Nähe, wer nicht. Wie es mit jeder Technik der Fall ist, wird auch 3D in Zukunft billiger werden zu produzieren. Im Moment ist es noch sehr teuer. Das war bei HD am Anfang genau das Gleiche. Mittlerweile dreht man das wie SD auch. Das ist nur unmerklich teurer. Das wird mit 3D irgendwann auch passieren. Vielleicht wird die Entwicklung da noch etwas länger dauern, weil doch jeder Schritt in der Produktion wesentlich aufwendiger ist. Da es im Moment noch relativ wenig 3D-Content gibt, um die entsprechenden Geräte auch zu bespielen, gibt es bereits Geräte, die einen Konverter eingebaut haben, der 2D auf 3D konvertiert. Ich würde auf jeden Fall einen 3D-Fernseher kaufen, wenn ich mir heute einen kaufen würde. Es werden, ich denke, in den nächsten zwei Jahren sowieso keine anderen Geräte mehr auf dem Markt sein, weil der Unterschied zu herkömmlichen Flachbildschirmen relativ klein ist. Auch der Preisunterschied ist relativ klein. Man sollte also unbedingt auf diese Technik setzen, weil der Content demnächst in rohen Mengen kommen wird. Die Abspielgeräte werden immer multifunktionaler. War früher noch die Entwicklung für jeden Service ein Abspielgerät, wird jetzt ein Abspielgerät zur Verfügung gestellt für alle Services. Das bedeutet völlige Vernetzung der ganzen Services unter verschiedensten Plattformen. Die Zukunft des Fernsehens wird sicherlich eine Kombination zwischen linearen Fernsehen sein, wie man es heutzutage kennt, aber die Kombination mit Internet-TV, weil es da ganz andere neue Geschäftsmodelle gibt. Der User kann interagieren, da kann entsprechend die Regionalität kann ausgenutzt werden. Die ganzen Lizenzmodelle, Filmlizenzmodelle werden sich dem ganzen Internet entsprechend so anpassen, dass man regional, national und international ganz neue Modelle fahren kann. Also Internetfernsehen hat nichts mehr mit Computer zu tun, sondern es ist einfach das Signal, das über eine Schnittstelle, das ist ein sogenanntes Webinterface, auf irgendeinem Display zur Verfügung gestellt wird, ob das jetzt ein mobiles Gerät ist oder ein TV-Gerät. Rechenleistungen nehmen immer mehr zu. Halbleitertechnologie, die früher noch richtig teuer war, wird natürlich immer kostengünstiger in der Produktion von ganzen RAM und Prozessorenleistungen. Und das hat natürlich direkten Auswirkungen auf die ganzen Abspiel- und Endgeräte.